Er galt als Vorzeigererzieher, Kindererzieher, hatte mehr als 10.000 Kinderpornos auf seinem Computer. Kevin F. war Gruppenleiter in einem Kindergarten in Heilbronn. Noch 2014 wurde er von Familienministerin Manuela Schwesig persönlich für seine Arbeit ausgezeichnet. Er galt als Vorzeigererzieher. Doch zu Hause sammelte er Kinderpornos. Sein Arbeitgeber wurde erst 7 Monate nach dem Zugriff der Polizei informiert. Lächelnd stand Kevin F. im November 2014 mit einer Urkunde in der Hand auf der Bühne. Neben ihm Familienministerin Manuela Schwesig, die ihn gerade ausgezeichnet hatte, denn Kevin F. war ein Vorzeigererzieher. Damals hatte er den ersten Preis beim Bundeskongress Elternbegleitung, einem Videowettbewerb des Bundesfamilienministeriums, gewonnen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Doch ein Vorbild war der Mann nur dem Anschein nach. Im Mai 2017 stürmten Beamte die Wohnung von Kevin F., sie durchsuchten seine Computer und fanden 10.000 Foto- und 900 Videodateien mit Kinderpornos, wie die Bild-Zeitung berichtet. Sei der Mann zuvor durch verdeckte Ermittlungen auf einer Kinderpornotauschplattform ins Visier der Beamten geraten. Sein Arbeitgeber wurde erst nach 7 Monaten informiert. Zu dieser Zeit arbeitete Kevin F. im evangelischen Wilhelm Busch Kindergartens in Heilbronn und konnte da nach Informationen der Bild-Zeitung vorerst weiterarbeiten. Erst im Dezember 2017 sei der Arbeitgeber telefonisch informiert worden. Dazu sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Heilbronn der Bild-Zeitung: Das ist nicht unüblich. Fälle wie Mord und Totschlag gingen bei Ermittlungen vor. Rolf Krieg, der für die evangelischen Kitas in Heilbronn zuständig ist, hat daraufhin reagiert. Zur Bild-Zeitung sagte er: Wir haben ihn vom Dienst suspendiert. Man versicherte uns, dass keine unserer Einrichtungen betroffen ist. Am 16. März wird Kevin F. vor Gericht stehen. Bis zu 5 Jahre Gefängnis drohen ihm. Im Video: 1000 Euro für H&M Hoodie. User verlangen Rekordpreise für Skandal-Pullover.